Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir jetzt eigentlich schon gespielt haben auf Kirmes. Früher ist es ja nicht hier gewesen, sondern gegenüber in dem Henrichshof. Das waren bestimmt 25, 30 Jahre und nach einer Pause sind wir jetzt wieder seit 4, 5 Jahren hier dabei, immer den Kirmesanfang zu machen. Das ist immer eine tolle Sache, tolle Stimmung. Und naja, das, was wir spielen, ist allgemein bekannt. Wir spielen natürlich viele schöne alte Sachen aus den 60er Jahren und aus den 70er Jahren, natürlich viel Stones, wie man uns kennt, haben aber auch, und das ist immer wieder eine Freude für uns, unsere klassischen Stimmen dabei, die Evelyn als Sopranistin von der Bonner Oper und den Martin Koch, die werden uns heute Abend unterstützen mit ganz tollen Stimmen, mit ganz tollen Liedern. Ich freue mich besonders schon auf Nice in Weizetten, wenn die beiden das singen, dann geben wir wirklich die Haare hinten hoch. Aber erstmal nochmal ein super großes Dankeschön, Erich, für Kultur im Hof 2012. Ihr habt das wieder super gemacht. Wir sagen also nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an das ganze Team von Kultur im Hof. Wir werden heute zum krönenden Abschluss hier Location Breakers für die Sommerfahrt. In diesem Jahr ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Man sieht es den jungen Herren an, aber vielleicht nachher. Ich wusste gar nicht, dass ihr erst mit 30, 35 angefangen habt. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Also die haben sich gut gehalten. 40 Jahre machen die schon Musik. Und jetzt heute auf die Tiebreakers. Nochmal einen großen Applaus für Kultur im Hof 2012. I want to be your man.
Zeit kurz nutzen und wollen uns einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei den Leuten, die das ganze Jahr hier mitgearbeitet haben und gemacht haben. Und wir fangen natürlich bei den Grazien an, natürlich. Ihr Team von Kultur im Hof, die machen das Ganze, die organisieren das, die haben die Arbeit, die Vorbereitung, die Nachbereitung. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle. Natürlich der Erich, aber auch die Marita und natürlich auch unseren Hoffotografen hier. Beide hier aktiv. Ich glaube, eine ganz, ganz tolle Leistung, was in den letzten Jahren hier auf die Beine gestellt worden ist. Ihr bereitet uns an jedem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, so viel Freude. Und da sagen wir nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir können einfach nur Danke sagen für das, was ihr macht. Wir stellen nur hier die Räumlichkeiten zur Verfügung, weil ihr organisiert das Ganze. Nochmal, großes Dankeschön. Das ist Ihr Team Kultur im Hof 2012. Auf den zweiten Part, und es kommen noch mehrere Parts, von den Tiebreakers. Dann möchte ich noch sagen, ich hoffe, dass dieser Abend heute ein schöner Vorgeschmack wird auf unser 40-jähriges Bestehen, was wir am 26. Oktober feiern. Das wird eine ganz, ganz tolle Sache. Wir haben noch viele, viele Gäste dabei, die uns 40 Jahre begleitet haben, auch bei der Musik. Das wird bestimmt eine schöne Sache, zumal es für einen guten Zweck ist, für die Hilfe, für die Togo-Hilfe von Michael Firmenich. Wäre schön, wenn er dabei wäre.